Ach, muss ich aufmachen, das Tor oder was? Okay. Na komm schon. Naja, ganz easy going. Tada. Tschüss. Wow. Guck mal der, ey. Kollege? Der ist da direkt in dem Ding und man kommt eigentlich gar nicht durch. Naja, was soll's. Teststrecke der Bootsfahrschule. Die ist sehr gefährlich. Ich weiß nicht, was man hier, warum man das alles unter Wasser machen, beim Unterwasserboot fahren soll, machen sollte. Ach ja, genau, das war ja das. Da kann man rausspringen. Ich weiß gerade nicht, wohin ich muss. Oder kann ich hier hoch? Ah, hier kann ich hoch. Wunderbar. So. Der kann ziemlich hoch springen, muss ich sagen. Also. Wow. Nein. Ja, genau. Ach, shit. So. Na komm schon, hoch da. Na also. Jetzt muss ich wieder eine Qualle melken. So. Sehr schön. Hier haben wir die olle Oma. Omchen, hallo, Ilsegard. Ilsegard, gibt's das? Ilse und Hildegard gibt's. Das ist die Fusion. So. Wow. Sehr gut. Boah, da hat's gerade geleckt. Ach, toll. So, ich muss irgendwie da unter. Ich geh mal, mach mal eben was ganz Famoses. Oder was Schlaueres. Und räume mir mal eben den Weg frei, damit ich hier nicht so Probleme krieg. Weil, ich denke mal, Probleme sollten die mir nicht bereiten. Ach, scheiße. Zumindest. Oh, shit. Wobei ich mit denen natürlich meine Blasen wieder auffüllen könnte, aber. So. Hui. Da du di du. Oh, eine Blase habe ich verloren. Traurig, aber wahr. Naja, nicht so wild. Hier laggt es ziemlich. Ich weiß nicht, ob das am Ladevor, ob da immer zwischendurch kleine Zwischenlader sind oder. Kollege, komm her hier. So, jetzt geht's ab hier. Kollegen. So. Du, 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 du. Ups. Shit, 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 shit. Ach, Behinderter. Aber hier verliert man wieder nur ein Leben, wobei das auch doof ist. Obwohl, nee, ich weiß ja nicht, wo man dann startet. Irgendwie an einem Dings. Wow. Oh, Simmler Hammler. Gut.
Sehr gut. Müssen wir dieses gefährliche Scheißding nicht nochmal machen. Also mal. Gut. Da gab es, glaube ich, auch ein paar coole Sachen zu machen. Ich weiß aber nicht, wie das hier ist. Ich habe es auf der PSP noch nicht gespielt gehabt. Okay. Kann man alle Spende benutzen, glaube ich. Ach ja, schau dir die Brava Trottel. Gar nichts, aber da hinten sieht man schon, wie viele SpongeBob hat. Hallo, Mrs. Puff. Alter, die steht da wie so ein Schlägertyp so. Yeah. Alter Schwede, die gibt mir gleich voll auf die Fresse. Schau Tisch an. Mhm. Schau Tisch an. Schau Tisch an. Oh, ein Bleistift. Schau Tisch an. Schau Tisch an. Schau Tisch an. Ah, da. 738. War das richtig? Ja, 738. Ich wusste ja nicht, ob 783 oder 738. 738. Yeah. Ja, na, na, na. Ein Peace-Zeichen, Tic-Tac-Toe-Feld und ja. Und noch ein Bleistift. Hier hinten ist die. Geht gar nicht auf den Sack. Ich weiß nicht, ob man auf dem Ding auch mit der Tafel schreiben konnte, aber im DS. Naja, gut. Mrs. Puff, ich habe hier meine Hausaufgaben für Sie. SpongeBob, ich kann mir deine Hausaufgaben jetzt nicht ansehen. Du musst mir helfen. Die Teststrecke der Bootsfahrschule wimmelt nur vor diesen schrecklichen, fiesen, kleinen Drecksackblasen. Beseitige sie bitte für mich, ja? Du bist ein guter Junge. Keine Angst, Mrs. Puff, das klingt nach einer Aufgabe für den gelben Rächer. 20 kleine Drecksackblasen auf der Teststrecke der Bootsfahrschule. Gefährlich. Ja, ja, ist wirklich gefährlich, weil man... Kämpfe sind gefährlich. Macht schon Sinn, auf jeden Fall. So, hier... Hier sieht man auch schön die... Oh, das sind gar keine Dings, aber... Kann ich hier nicht gerade ausgehen? Schade. Sind ja gar keine Dings, aber auf dem DS sind das auf jeden Fall Muster. Hier rechts war einer, der hin und her geraten ist, oder auch nicht. Aua, voll auf den Kopf. Au. Kollege. Wichser. Nein, das war so dumm. Jetzt bin ich oben. Meine Fresse. Well. So, Number One. So, sehr schön. Sehr gut. Ja, na, na, na. Wie spät ist es eigentlich? Ein Augenblick. Oh, ich habe da auch eine Uhr, aber... Was? Erst 10? Alter. Erst 4 nach 10. Normalerweise fange ich um 10 an aufzunehmen. Und jetzt nehme ich schon anderthalb Stunden auf. Ich glaube, ich mache gleich eine Aufnahmepause. Weil man hier sehr, sehr viel... oder weil ich hier sehr, sehr viel lesen muss. Das ist, geht irgendwann auf die... aufs Sprachzentrum. Ohne Scheiß! Was ist das denn bitteschön eigentlich für eine bescheuerte Teststrecke? Hier ist eine fucking Wand! Und dazwischen ist kein Weg. What? Das finde ich auch ständig mega seltsam. Wenn man das bei SpongeBob mal sieht, was müssen die da machen? Die müssen da 90 Grad nach oben fahren, wieder nach unten, durch eine Wand. Ah ja, aber die Wand ist ja eigentlich immer, oder meistens, da steht auch Fat Wall dran, ist dann hier... Perfekt. Ist dann der hier, wer ist es? Da muss man dran vorbeifahren, aber...
Sowas gibt es bei uns eigentlich gar nicht oder so. Also ich meine, wir fahren auf einer echten Strecke. Wir fahren nicht auf einer Übungsstrecke.